Ja, wir kommen zurück zu der Breakout-Session mit Windows 10. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen. In dieser Breakout-Session möchte ich Sie gemeinsam mit Herrn Siebert vom Landkreis Kassel begrüßen und freue mich auf einen interessanten Erfahrungsaustausch. Aber dazu später noch mehr. Zuvor möchte ich, wie im Main-Track zu Windows 10 angesprochen, auf das Thema Allgemeinen genau erläutern. Wie gesagt, für mich ein sehr wichtiges Thema. Fehler Bestandteil von Rundschuhen und ermöglicht quasi die Masseneinschreibung von Windows 10 und Windows 11 Geräten. Natürlich ist etwas Vorbereitungsaufwand zu leisten, ja, das ist keine Frage, aber im Gegensatz zur manuellen Einschreibung deutlich geringer. Und nur einmal muss quasi die Konfiguration nur einmal gepflegt werden. Also, was muss getan werden? Man muss eigentlich nur das Einschreibungsprojekt anlegen. So, nein. Hierzu einfach unsere Geräte. Einstellung aufrufen, die Plattform auswählen, gegebenenfalls einen Namen vergeben. Diese wird dann aber auf allen Geräten zugeteilt, wenn man dies denn möchte. Sprich, also der Name von Gerät wird dann auf dem Gerät dann genau gleich heißen. Wichtig bei der Masseneinschreibung ist das Gültigkeitsdatum, welches, wie der Name schon sagt, die Lebensdauer des Einschreibungsobjektes angibt, wenn die Mehrfacheinschreibung auswählen. Damit wird eben die Masseneinschreibung aktiviert. Und wenn man das minimalistisch nehmen möchte, war es dann auch schon mit der Vorbereitung. Es sei denn, Sie haben zuvor Richtlinien vorkonfiguriert und Sie möchten diese sofort nach der Einschreibung aufspielen. Aber diesen Schritt habe ich jetzt bewusst der Einfachheit halber übersprungen. Genau, nach Beenden der Einstellung ist das Einschreibungsobjekt aktiv und ein Einschreibungscode wird generiert, den Sie im späteren Schritt benötigen werden. Das war es aber jetzt wirklich auch mit Solution und mit der Vorbereitung. Im nächsten Schritt benötigen Sie den WCD. Sogenannten Windows Configuration Designer. Dieser lässt sich über den offiziellen App Store, Windows App Store, herunterladen und verwenden. Was man hierbei erwähnen muss, ist auch, dass damit kein komplettes Image erstellt wird, sondern nur ein Provisional Package File, eine Datei mit allen notwendigen Konfigurationen für die Einstellung. Also eigentlich auch relativ minimalistisch, kein großer USB-Stick benötigt. Gestartet wird mit einem Projektnamen in dem Windows Configuration Designer und der Wahl der richtigen Plattform oder Edition, wie es bei Windows heißt. Hier in dem Fall natürlich die Windows Desktop Edition auswählen. Nach diesem Schritt müssen nun die wichtigen Informationen eingetragen werden, die Sie aus Windows erhalten haben. Die E-Mail wird von Windows für die Einschreibung benötigt. Und hier kann man eine allgemeingültige E-Mail-Adresse, wie beispielsweise enrollment@ und dann Server-URL eintragen. Haben Sie beispielsweise Revolution On-Premise installiert, so geben Sie hier dann die URL Ihre Serveradresse an. Die Auth-Policy auf On-Premise stellen und die Discovery Service Fulgurui ist eben der Endpoint von Revolution, der für die Einstellung verwendet wird. Hierzu haben wir aber auch auf unserer Website revolution.io einen sehr detaillierten und interessanten Insight bereitgestellt. Da einfach durchklicken und da wird es einfach nochmal etwas genauer erläutert, welche Einstellungen und so weiter Adressen Sie dort unterlegen müssen. Die weiteren Angaben zu Enrollment Service Full URL und Policies Full URL sind optional. Nur bei geänderten wünschen Einstellungen vorzunehmen, ist aber in den meisten Fällen, wie gesagt, optional. Die letzte Angabe ist das Secret, welches eben der Einschreibungscode ist, den Sie bei Revolution erzeugt haben. Diesen können Sie auch jederzeit in Revolution bei der Einschreibung, zum Beispiel beim Einschreibungsobjekt, jederzeit nachschauen. Nach diesen Einstellungen können Sie nun das Provisioning Package exportieren und idealerweise auf einen USB-Stick packen oder speichern und abschließen. Der USB-Stick ist deshalb die empfohlene Variante, denn diese wird von Windows auch beim erstmaligen Einschalten, wenn Windows war neu konfiguriert, erkannt und automatisch das Provisioning Package File übernommen und alle Einstellungen quasi in Windows abgespeichert. Ja, und das war es quasi schon mit der Vorbereitung. Kein großes Hexenwerk und dann geht es eigentlich schon zu der eigentlichen Einschreibung. Hier können Sie die alle Einstellungen auf das Windows-Gerät übertragen. Neben erwähnt, entweder beim erstmaligen Start von Windows, sprich das File wird automatisch von dem USB-Stick verwendet, sobald Sie das Gerät einschalten, also erstmalig einschalten und das Provisioning Package File muss im Root-Verzeichnis von diesem USB-Stick liegen. Wenn aber Ihre Klienten, Schüler oder wer auch immer bereits das Gerät im Einsatz haben, sprich Windows schon ganz normal läuft, Windows-Anzahl natürlich auch nachträglich ausspielen,
Hierbei einfach in die Systemeinstellungen auf Geschäfts- und Schuldkonto wechseln und dort über den Menüeintrag neues Bereitstellungspaket hinzufügen oder entfernen. Klicken und dann können Sie an den Speicherort von USB-Stick auswählen und das Provisioning Package File auswählen. Ja, und kurze Zeit ist die Einschreibung sowohl in Illusion als auch in Windows vollendet. Dies können Sie auch überprüfen, hauptsächlich in Illusion, wenn der Status auf grün und konform steht. Können Sie dann im Anschluss all Ihre weiteren Konfigurationen und Aktionen auf den Geräten über Remotion managen und aufspielen. Ja, das war's dann auch schon mit zum Thema Balgenomen. Vielen Dank schon mal für die Aufmerksamkeit bis dahin. Genau, im Anschluss habe ich eine kleine Umfrage vorbereitet, um zu erfahren, wer denn von Ihnen schon mal mit Blue Policies und unternehmensweite Richtlinien konfiguriert hat. Genau. Da können Sie jetzt dann die Regie jetzt die Frage mal einspielen. Und dann bin ich mal gespannt, ob das Ergebnis. So. Und. So, die Abstimmung läuft. Interessantes Ergebnis, sehe ich schon. Sie noch nicht. Aber das Ergebnis werden wir gleich veröffentlichen. So. Dann würde ich sagen, die Abstimmung beenden wir mal. Bin mal gespannt. Bringen Sie denen jetzt das Ergebnis? Ja. Blue Policies wurden schon verwendet. Ich denke mal, das ist auch der bisher der gängigste Weg gewesen, unternehmensweite Richtlinie und so weiter zu konfigurieren. Dann etwas deutlich kleinere Routinen, wenn das Gerät wurde bisher manuell nicht verwaltet, nur manuell verwaltet, genau. Ja, und jetzt hat noch keine Windows-Geräte im Einsatz. Und ein Punkt sehe ich gerade, dass da noch quasi schon CSP im Einsatz ist. Wunderbar, wie gesagt, wir hoffen natürlich, dass das mehr wird, denn es lohnt sich. Kein großer Zeitaufwand und vor allem über die Netzwerkgrenzen hinaus. Gut. Kommen wir zur nächsten Folie, beziehungsweise hier kommen wir schon eigentlich zu dem Erfahrungsaustausch mit Herrn Sieberts vom Landkreis Kassel. Herr Sieberts, würde ich jetzt gerne auch mal vorstellen. Ja, hallo, hört man mich? Ich bin der Herr Siebert. Ich arbeite beim IT-Service Schwulen des Landkreises Kassel und wir nutzen Relution bereits länger im Bereich MDM bei Apple-Geräten. Und dieses Jahr kam jetzt für uns die Herausforderung dazu, dass wir halt eben ca. 900 Windows-Geräte dazu bekommen haben. Davor hatten wir schon 5600 iPads, also über das DEP-System Apple-Geräte im Relution. Und dieses Jahr sind eben 900 Windows-Geräte dazu gekommen. Und das ist so meine Aufgabe jetzt im letzten Vierteljahr gewesen, mich eben um diese Windows-Geräte zu kümmern. 77 Schulen, wir haben 78 Organisationen. Davon eine Testschule. Die Testschule ist im Prinzip nur ein eigener Mandant, womit wir neue Richtlinien und Funktionen testen. Und weshalb wir uns halt eben dafür Relution entschieden haben, dass wir halt ein System haben, wo wir alle Geräte drüber verwalten können. Da freuen wir uns natürlich sehr, dass jetzt die Unterstützung für Windows-Systeme da auch dabei ist. Genau, Sie haben ja schon erwähnt, Sie haben Windows- und iOS-Geräte im Einsatz. Wie groß ist der Anteil an Windows-Geräten? Also der Windows-Anteil ist momentan noch relativ gering im Vergleich zu den Apple-Geräten. Wir haben ca. 900 Endgeräte mit Windows derzeit bei uns im System. Und der Grund, weshalb wir das halt eben über Relution gemacht haben, war, dass dabei es sich um Lehrerleihgeräte handelt, die jetzt im Rahmen von Digitalpakt zur Verfügung gestellt wurden. Das heißt, es sind Endgeräte, die letztlich an die Lehrkräfte verliehen werden. Also Geräte, die sich nicht nur in einem Schulnetz oder in einer Domäne befinden, sondern Geräte, die von Lehrkräften eben auch mal unterwegs mitgenommen werden, privat zu Hause genutzt werden in privaten Netzwerken. Das heißt, wir haben keine Möglichkeit gehabt, wie bei internen Geräten, die halt eben einem LDAP, einer Domäne irgendwo hinzuzufügen, sondern es sind halt Geräte, die sich in verschiedensten Arbeitsumgebungen befinden. Und da war Relution dann für uns genau der richtige Anlauf, dass wir halt eben über Relution durch die Einschreibung diese Geräte trotzdem inventarisieren und verwalten konnten.
Ja, was waren denn die Gründe für den Einsatz von Revolution? Warum haben Sie sich eigentlich für Revolution entschieden, auch bei Windows 10 Geräten? Also der Hauptgrund war natürlich einmal, dass wir Revolution schon bereits im Einsatz hatten und dass wir uns natürlich ein System gewünscht haben, wo wir grundsätzlich alles in einem System integrieren können, also sowohl die Apple-Geräte, die wir bereits hatten, als auch die Windows-Geräte. Dann war natürlich für uns bereits dadurch, dass wir ja mit Apple-Geräten zu tun hatten, auch der Support uns bekannt. Das heißt, wir haben halt da wirklich auch auf ein deutsches Produkt geschaut, wo wir direkten Ansprechpartner haben, guten Support, guten Draht sozusagen zu der Entwicklung, wenn es da mal um neue Features geht oder wenn wir irgendwo Hilfestellungen benötigen. Da wollten wir halt eben, sagen wir, keinen Global Player haben, irgendwo, dem es völlig egal ist, was wir jetzt für spezielle Bedürfnisse oder Wünsche an das System haben, sondern halt eben, dass das Ganze in Deutschland hergestellt wird und wir da einfach einen kurzen Dienstweg haben, das Ganze umzusetzen. Und halt in unserem Fall, dass wir halt eben auch diesen mandantenfähigen Betrieb haben und das Ganze bei uns auf einem eigenen Server läuft. Also nicht irgendwo in der Cloud, irgendwo in Amerika bei Microsoft oder wo es halt eben datenschutzmäßig bei uns dann kritisch geworden wäre, sondern dass das Ganze halt eben bei uns liegt auf dem Server und wir da einfach den kompletten Überblick über das haben, was auf dem Server läuft. Gut, gehen wir mal zur nächsten Folie und zwar zum Thema Enrollment. Da war es ja so, Sie haben ja relativ früh schon mit dem Enrollment von Windows 10 Geräten angefangen. Sie haben ja quasi schon auch die Beta-Phase mit uns mitgemacht. Da hatten wir das Bulk-Enrollment, sprich die Masseneinschreibung, noch nicht da. Wie sind Sie erstmal umgegangen? Sie haben ja gesagt, Sie haben ja ca. 900 Windows-Geräte und wollen Sie ja dann einschreiben. Manuell haben Sie es ja wahrscheinlich komplett nicht gemacht, beziehungsweise den kompletten manuellen Aufwand, dass Sie jedes Gerät einzeln in die Hand genommen haben. Wie sind Sie denn da vorgegangen? Also bei uns war das so, wir waren sozusagen mit die Ersten, die damit eingestiegen sind, wo Revolution halt eben diese Beta-Phase der Windows-Geräte ermöglicht hat. Und da gab es für uns nur die Möglichkeit, halt eben für jede Schule, also jeden Mandanten, den wir haben, die Einschreibung manuell anzulegen, was auch im Endeffekt bedeutet, der End-User, also der Benutzer, der am Ende das Gerät in der Hand hält, muss diese Einschreibung über die Einstellung machen. Es gab also keine Möglichkeit, wie bei dem Bulk-Enrollment, dass man halt eben da über eine Package-Datei oder einen USB-Stick das Ganze relativ simpel automatisiert macht, sondern wir hatten erstmal nur die Wahl, das eben über diese Einschreibungslinks zu machen. Und da haben wir uns dann selbst so ein bisschen beholfen, dass wir uns eine kleine Website gebaut haben, haben dann dort für jede unserer Schulen halt eben diese Einschreibungslinks hinterlegt und da eine Anleitung entworfen, dass halt eben der End-User manuell diese Schritte ausführen musste und musste einmal den Link anklicken, den Einschreibungscode dann eingeben und dann wurde das Gerät letztlich den Server eingeschrieben. Da freuen wir uns, dass es da jetzt zukünftig noch deutlich bessere Möglichkeiten gibt mit dem Bulk-Enrollment. Grundsätzlich basierten unsere Systeme alle auf einem Windows 10 System, was wir geimaged haben. Das heißt, wir haben einmal auf einem Gerät eine Grundinstallation gemacht von dem Windows, wo alle Software drauf installiert wurde, wo die Lizenzen hinterlegt wurden für die Software, die da drauf läuft. Und davon ein Image erstellt auf eine Festplatte bzw. USB-Stick. Und das wurde dann sozusagen unserem Distributor zugesendet, dass dieses Image, was wir erstellt haben, dann auf die ca. 900 Geräte aufgespielt hat. Das heißt, die Geräte wurden dann letztlich ausgeliefert an uns und hatten alle dieses Grundimage drauf mit dem Windows. Die Einschreibung musste dann aber im Nachhinein erst vom Anwender, wenn das Gerät ausgepackt wurde, durchgeführt werden. Gut, genau. Das Problem war ja hauptsächlich bei dem Enrollment, dass hier die ganzen Spalt die Geräte aufgespielt haben. Das Problem war ja, dass Sie dann immer dieselbe Device-ID hatten. Die Device-ID ist aber für Revolution essentiell. Und wie gesagt, das haben wir dann gemeinsam mit dem Testen und natürlich halt auch durch Ihren Erfahrungsaustausch dann entsprechend hoffentlich auch beseitigt. Und nun sollte ja auch Ganze dann funktionieren. Alles klar. Gut. Dann versuchen wir mit der nächsten Folie noch zum Thema nochmal zum Windows an sich gehen, nicht nur die Multiplattform, sondern generell zum Windows an sich. Genau, was ist
haben Sie ja schon angesprochen, was ist der größte Vorteil von Revolution? Haben Sie auch gemeint, also, deutschlandweit Support ist Ihnen wichtig, die Bedienbarkeit von Revolution 5 jetzt mittlerweile? Genau, also absolut, das war für uns eine sehr große Hilfe, da einen deutschsprachigen Support zu haben. Wir waren da wirklich sehr viel im Austausch, weil halt eben gerade bei unserem Beginn ja eben Windows noch Beta-Phase hatte bei Revolution und wir da auch am Anfang einige Herausforderungen hatten, die es zu lösen galt. Und die haben wir da wirklich in enger Absprache mit Revolution gemeinsam sehr gut gemeistert. Und da sind wir also sehr froh drum, dass eben genau dieser Punkt des deutschsprachigen Supportes und der regelmäßigen Austauschbarkeit, die wir da hatten mit dem Hersteller Revolution, dass das alles so gut geklappt hat und wir dementsprechend da für die Probleme, die wir anfänglich hatten, auch sehr schnell eben Hilfe bekommen haben. Und jetzt das Ganze also auf einem sehr, sehr guten Weg ist bei uns und wir sind da wirklich froh drum, dass dann die Sachen so schnell umgesetzt wurden. Und auch die Features, die wir jetzt da schon uns gewünscht haben für zukünftige Sachen, was uns eben beim Arbeiten mit Windows und Revolution aufgefallen ist, dass man da ein offenes Ohr hatte und eben die Features jetzt dann soweit auch aufgenommen wurde. Und wir da wirklich uns darauf freuen können, dass die Sachen, die wir halt als Anwender benötigen, auch umgesetzt werden. Genau, dann die Frage, nutzen Sie auch Apps aus dem öffentlichen Microsoft Store, die auf den Geräten zu verteilen oder nur Schulsoftware? Also tatsächlich ist es momentan so, dass wir bei den Geräten, die wir halt eben im Revolution Windows-seitig verwalten, also die Lehrergeräte, aktuell ja durch dieses Image, worauf wir basieren, die Software eigentlich schon soweit installiert hatten. Wir das Revolution jetzt dafür benutzen, halt eben bestimmte Apps aus dem Microsoft Store zum Beispiel bereitzustellen. Also da gibt es die ersten Anfragen, die wir jetzt haben, dass halt eben Schulen oder Lehrkräfte uns Tickets schreiben bei uns im System und sagen, wir hätten gerne die und die App, wir würden gerne das und das da drauf haben und das können wir dann über Revolution eben verwalten. Okay. Wie ist generell so die Verteilung? Ich habe das vielleicht auch anfangs wegen dem Grund ganz gut gekriegt. Windows-Geräte, haben das auch Schüler im Einsatz oder nur Lehrer? Sind das Leihgeräte? Sind das jetzt irgendwie, unterstützte Geräte, quasi dann finanziell unterstützte Geräte? Wie ist das bei Ihnen? Also bei uns ist es vom Einsatz so verteilt aktuell, dass wir, was die Leihgeräte betrifft, nur die Lehrkräfte drin haben. Also Windows-Geräte haben grundsätzlich nur Lehrer bei uns zur Verfügung. Mhm. In der Tiefe als interne Geräte beziehungsweise auch als Leihgeräte für die Schüler haben wir ausschließlich iPads. Okay. Aber da, ich habe, wie ich vorhin schon gesagt habe, für die Lehrkräfte gerade die Windows-Geräte, die wir da zur Verfügung stellen, sich eben in unterschiedlichsten Umgebungen befinden, also mal in der Schule, mal im Heimnetz zu Hause, mal unterwegs. Die Lehrer arbeiten halt da, wo sie gerade sich halt eben befinden mit dem Gerät. Dafür ist natürlich dann Revolution die optimale Schnittstelle gewesen, damit wir da die ganzen Geräte auch eben bei uns noch von der Ferne verwalten können, was eben Windows mit Bordmitteln, sage ich mal, oder mit einem Active Directory nicht bietet. Da haben wir durch Revolution eben durch diese Multiplattform-Unterstützung auch wirklich da eine gute Wahl getroffen. Denn bei uns gab es die Auswahl für die Lehrer, wollen sie ein iPad haben oder wollen sie ein Notebook haben. Teilweise haben sich Lehrer dann im Nachhinein sogar noch umentschieden und gesagt, ich möchte aber lieber ein iPad haben oder ich möchte lieber ein Notebook haben. Und da war es für uns jetzt dann durch das Revolution halt sehr von Vorteil, dass wir halt eben auch pro Schule, also pro Mandanten zugeordnet, diese ganzen Geräte bereits drin gehabt haben. Also dass wir dort dann auch sagen können, okay, wir haben jetzt Leihgeräte an einer Schule iPads, wir haben Leihgeräte Windows und haben trotzdem alles in einer Übersicht. Also diese Multiplattform-Unterstützung macht einem da die Arbeit doch wesentlich leichter. Okay. Eine weitere Frage, die sich mir stellt, ist, haben Sie schon auch ein Windows 11 Gerät im Einsatz? Beziehungsweise haben Sie schon mit Windows 11 umexperimentiert? Oder noch nicht? Tatsächlich, was Windows 11 betrifft, haben wir es auf unseren eigenen Dienst-Laptops teilweise drauf, damit wir es halt testen können, aber noch nicht in der Verbindung jetzt mit Revolution oder mit den Leihgeräten, weil wir jetzt eben auch gerade erst vor kurzem die ganzen Geräte ausgeliefert haben und ich glaube auch, das würde die Anwender, die da teilweise halt eben gerade sich so ein bisschen eingearbeitet haben mit dem Gerät, dann auch überfordern, wenn jetzt mit Windows 11 da so schnell wieder eine neue Lösung käme. Also bei uns ist da bei den Endgeräten noch ein bisschen
Zeit, die ins Land gehen muss. Wir werden also auch intern Schulgeräte, soweit wir jetzt zuletzt besprochen haben, erst im nächsten Jahr dann angehen, Ende nächsten Jahres, damit noch. Wir sind eigentlich immer mit den Windows 10 Versionen auch, dass wir immer Ende des Jahres noch die neue Version aktualisieren. Und die Frühjahrsversion von Windows 10 haben wir eigentlich auch immer ausgelassen, damit wir da nicht so häufig irgendwelche Änderungen drin haben, weil das dann doch den Anwender, letztlich der das Gerät benutzt, ein bisschen überfordert, wenn sich da zu häufig was ändert. Verständlich. Genau. Was mich jetzt noch interessiert, Sie haben ja gemeint, Sie haben ja die ganzen Konfigurationen bereits mit dem ISO gemacht. Die Frage ist, was sind eigentlich dann, wenn Sie es jetzt also die Zeit zurückdrehen können, das war umgekehrt, allgemein jetzt schon vorher, welche wären die Hauptfunktionen oder Hauptkonfigurationen, die wir mit Revolution durchführen würden, beispielsweise Antivirus-Konfiguration, WLAN-Konfiguration, welche würden denn die Hauptfunktionen sein, die Sie verwenden würden? Also interessant wäre sicherlich dann für die Schulen jeweils eine Konfiguration des WLANs, damit eben möglicherweise ein Lehrer sich nicht mit seinen eigenen Daten dann immer neu anmelden muss, sondern dass man auch sagen könnte, das Leihgerät, was der Lehrer zu Hause hat, zu Hause die Konfiguration des persönlichen WLANs wissen wir natürlich nicht, aber von der Schule sowas könnte man mitgeben. Das wäre auf jeden Fall denkbar. Das Ausrollen von Software ist für uns definitiv eine interessante Sache. Weil wir haben halt da eine sehr breite Masse an Lehrkräften, die aber alle unterschiedliche Ansprüche haben. Das ist halt jetzt hier der Punkt. Bei den schuleigenen Geräten geben wir im Prinzip alles vor, was darauf ist. Bei den Leihgeräten gibt es Lehrkräfte, die sagen, ich möchte aber gerne alles selber machen, ich würde gerne meine eigene Software installieren. Wir haben aber auch Lehrer, die sagen, ich kenne mich mit dem ganzen Kram gar nicht aus, lieber IT-Support, bitte macht ihr das alles. Da ist dann natürlich das über Revolution wesentlich besser zu handeln, wenn wir über das Revolution-Software verteilen können, können irgendwelche Updates aufspielen, können checken, ist das Betriebssystem aktuell, ist unter Umständen auf dem Gerät Virus erkannt worden, dass man gerade die Leute mitnehmen kann, die sich vielleicht mit dem Endgerät nicht so gut auskennen und da dann auch so ein bisschen noch als IT-Support die Hand drauf hat und sagen kann, hier, wir haben über das Revolution die Möglichkeit, auch das Gerät zu warten und zu kontrollieren, ohne dass wir jetzt selbst das Gerät bei uns im Support benötigen oder dass wir irgendwie eine Fernwartung mit Teamviewer oder ähnlichen Software Programm machen müssen, sondern wir haben halt wirklich da eine schöne Übersicht auf Schule, ein Inventar, wo wir die ganzen Geräte sehen und wo wir auch eben den Status prüfen können. Und da sind wir halt dann froh, dass wir über Revolution dann zukünftig da jede Menge Einstellungen von der Ferne zum einen einstellen können, zum anderen aber auch einfach nur prüfen können. Da eben immer eine Rückmeldung haben von dem Gerät, ist alles in Ordnung, gibt es irgendwelche Updates, gibt es irgendwelche Sachen, wo wir den Endanwender ansprechen müssten, wo wir sagen müssen, hier, Achtung, da ist zum Beispiel der Festplattenspeicher aufgebraucht, da ist ein Update verfügbar oder da ist zum Beispiel ein Virus auf dem Gerät, wo man dann weitere Schritte ausführen müsste. Okay. Sehr gut. Also Sie sind da eher, wie ich das gerade verstehe, nicht viele Restriktionen an die Lehre rausgeben, sondern eher mal unterstützen zu helfen, die WLAN-Einstellungen vorzunehmen, VPN falls nötig oder eine Proxy-Einstellung, aber Restriktionen nehmen Sie nicht. Genau, das liegt jetzt bei uns in diesem Fall daran, dass bei diesen Windows-Leihgeräten es sich halt eben nicht um interne Geräte handelt, sondern ja wirklich Geräte, die Lehrkräfte frei zur Verfügung haben, dementsprechend da die Einschränkungen oder die Restriktionen jetzt nicht so das Hauptthema gewesen sind, weil wir halt eben den Leuten auch frei das Arbeiten damit ja ermöglichen und es eben nicht so sein soll wie bei einem internen Schulgerät, wo alles eingeschränkt ist, denn diese Leihgeräte, die bekommt ja auch nur über einen Leihvertrag eine Person zur Verfügung gestellt. Ja. Das heißt, da haben wir nicht den Fall wie bei einem Schülernotebook zum Beispiel, dass an einem Tag an die Person, am nächsten Tag an eine andere Person verliehen wird, sondern es ist ein Gerät, was eben der Lehrer im Idealfall über seine gesamte Schulzeit, sage ich mal, der nächsten Jahre dann zur Verfügung gestellt bekommt über den Vertrag und damit soll die Person halt eben frei arbeiten. Okay. Gut. Dann würde ich mal mit der nächsten Folie vorgehen, und zwar, was wünschen Sie sich denn in Zukunft, also Verbesserungspotenziale für Revolution?
Also ein Hauptpunkt war auf jeden Fall aus den, sag mal, Apple-Erfahrungen, die wir gemacht haben mit Revolution. Da gibt es ja die Revolution-App für iPads zum Beispiel. Dass wir da halt einfach noch eine Schnittstelle sozusagen haben, eine Revolution Windows-App, so haben wir das jetzt mal ausgedrückt, damit man einfach da weitere Funktionen noch durchführen kann. Unser Wunsch war es zum Beispiel, oder mein Wunsch war es, dass man bestimmte PowerShell-Befehle auf Geräten ausführen kann. Da liegt es aber nicht an Revolution, dass eben dieses Feature da noch nicht zur Verfügung steht, sondern daran, dass Microsoft einfach es so nicht ohne weiteres erlaubt, das auszuführen. Und da war dann unser gemeinsamer Ansatz, dass wir gesagt haben, es wäre ja interessant, einen Revolution-Client sozusagen auf dem Windows-Endgerät zu haben, den man dann zum Beispiel beim Enrollment einmal installiert. Und wenn der drauf ist, kann ja dieser dann als Brücke dienen, sozusagen, um weitere Systemfunktionen letztlich auszuführen und bestimmte Sachen vom Gerät noch auszulesen, die mit den Windows-Bordmitteln so über das MDM nicht möglich sind. Das war also ein Wunsch, den wir geäußert haben. Und der zweite Wunsch, da wir halt eben so viele Schulen haben, war eine globale Einstellung. Das habe ich, glaube ich, vorhin im Chat auch schon mal gelesen, dass es da andere gibt, die da auch Interesse dran haben. Denn bei uns ist es ja nicht so wie bei einem Systemhaus zum Beispiel, die für verschiedene Kunden Sachen bereitstellen, die voneinander nichts wissen dürfen, sondern bei uns ist es so, wir haben halt die Schulen, die wir alle in Mandanten getrennt haben, aber wiederum auch bestimmte Einstellungen, die einfach an allen Schulen gleich sind. Und da ist es dann natürlich für uns sehr hilfreich, wenn wir sagen können, okay, wir haben jetzt eine Einstellung, die soll an allen Schulen angepasst oder geändert werden. Und wenn man das global an einer Stelle einstellen kann und eben nicht dann in 78 Mandanten manuell editieren muss, die Einstellung ändern, speichern und das für jeden ausführen muss, sondern dass man da einfach zentral eine Möglichkeit hat, global noch Sachen festzulegen, die dann einfach für alle Mandanten einheitlich gelten. Oder zumindest Standardwerte setzen halt eben, die dann erstmal gelten, wenn nicht individuell im Mandanten was anderes eingestellt ist.